Moinsen, YouTube-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal Party Sins 1941. Wir sind in der Mission, wie auch immer sie heißt, Bertha. Ha, Bertha heißt sie. Ja, ich wusste es. Nee, Bertha, wir sind in der Mission Bertha. Haben das letzte Mal diesen Weg hier von hier hinten bis nach hier vorne alles umgebracht. Es ist wirklich alles tot. Ja, dementsprechend, der Weg ist frei, wir können rüber. Müssen wir auch, wir müssen irgendwie hier hinten jetzt lang und da wird es nochmal jetzt ganz wild. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, drückt gerne den Abo-Button, denn immer noch über 80% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Schämt euch dafür. Dementsprechend smasht mal auf diesen roten fetten Button und den helft ihr mir damit weiterzukommen, den YouTube-Kanal zu vergrößern. So, wir gehen rüber. Rüber, schnüber. Gespeichert haben wir. Nachgeladen haben wir. Und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Get down. Wo könnten wir denn hier rüber? Dann kommen wir wieder hier zurück. Ist ja auch blödsinnig. Also gut, dann doch hier lang. Sind es zwei? Ach, mit Hund, ne? Oh. Mit Hund ist gefährlich. Mit Hund ist gefährlich. Gefährlich. Riecht er mich hier schon? Ich glaube, der Hund... Ich dachte, er könnte mich hier erschnüffeln. Um den Hund loszuwerden, probiere ich jetzt folgende Idee aus. Und ich weiß noch nicht, ob diese gut geht. Ja. Die sind jetzt da ein bisschen aufgeregt. Ist nicht so schlimm, aber ich hab den Hund weg. Weil der würde mich wieder derbe nerven. Das ist halt de facto einfach so. Der Feind ist jetzt halt noch für ein paar Sekunden alarmiert und dann war's das auch schon wieder. Seht ihr. Schon ist wieder Ruhe im Karton. Wir gehen mal hier rüber. Was sieht denn der alles? Uiuiui. Das wäre halt echt interessant zu wissen. Inwiefern komme ich denn hier einfach hinten lang und kann den Strom ausmachen? Lustig. Einfach so. Strom aus. Weil hier muss ich echt schnell langbotten, ne? So. Wunderbar. Bevor wir jetzt nämlich hier überhangmäßig überschnell. Aber ich mach's jetzt einfach. Weiß nicht, wer mich jetzt hier sehen könnte in dem Moment. Legen wir den hier ab. Und ich sehe gerade, dass ich auch schon wieder derbe überladen bin. Bloß die ganzen Messer. Wir haben ja genug Messer. So, dann kommt der Strom noch weg. Mal sehen, das interessiert halt auch überhaupt niemanden. Kann ich den hier ranpfeifen ein Stück? Jawohl. Dann kriegen wir den vielleicht auch ein bisschen... Oh oh. Der guckt nämlich hier auch rüber. Aber haben wir auch weg. Sehr gut. Dann können wir das auch abspeichern und dann gucken wir mal weiter. Dann können die beiden jetzt hier mal nachrücken. Wir müssen ja letztendlich hier hin. Und ich glaube, der Seiteneingang hier ist mein... meine Stelle der Wahl, um da einzudringen. Dringen, sehr, sehr eindringen. Und zwar machen wir das wie folgt.
Wir rennen den jetzt einfach komplett um. Und nehmen den mit. Dann kommt der zurück. Dann rennen wir den einfach komplett um. Nehmen den auch mit. So, der kommt jetzt nämlich hier rüber. Dann kann ich mich hier schon mal... Oh, das sind ja zwei auf einmal. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Oh, ärgerlich. Okay, dann machen wir das anders. Ich glaube, es gibt eine Stelle, wo die beide zusammen da ungefähr langlaufen. Würde ich mal... Oder war das jetzt Zufall? Boah, das war so ein mega Zufall, ich glaube. Ich kann den jetzt hier einfach mitnehmen. Sehr gut. Die haben also anscheinend eine Stelle, wo die mal zusammen hier langlaufen. Und auch wie ihr merkt, brauche ich hier wieder nur den einen. Und der soll sich mal jetzt hierher begeben. Nix Feuer. Gibt's kein Feuer. Feuer ist aus. Messer, Schere, Gabel, Licht sind für kleine Fritzes nicht. So, weg. Hier, ruf auf den Haufen mit dir. Nee, kein Messer. Nein, alles nehmen. Ha, geht ja nicht wegen dem Messer. Haben wir hier... Haben wir keine Muni? As long as we have enough bullets. Speichern. Ja, ich brauche hier nicht... Eigentlich brauche ich hier nur wirklich eine Person. Und das reicht mir fast. Das reicht mir halt schon fast aus. Den werden wir jetzt so, glaube ich, mal wegnehmen. Ich hoffe, das geht. Ohne, dass ich hier Ärger bekomme. Nee, geht nicht. Doch, geht. Komm her. Jetzt müssen wir den bloß hier schleunigst wegkriegen. Warum schreit der da aufpassen? So, dann haben wir den nämlich... Oh, er steht hier einfach und schreit aufpassen! Aufpassen! Hey, ich hab schon wieder hier Leichenhaufen. Leichnamen. Doof ist hier, dass hier überall Licht an ist. Das ist sehr doof. What? Okay, habe ich nicht mitgerechnet. Bin ich halt ehrlich, habe ich nicht mitgerechnet. Dass der... Oh, habe ich den einen jetzt? Doch, den habe ich. Aber wie kriege ich den jetzt? Das reicht nicht. Das reicht nicht, obwohl er voll drin ist, glaube ich. Würde ich mal aktiv behaupten. Haha. Dann hoffen wir mal, dass hier keiner rüberschielt. In dem Moment. Er liegt voll im Licht hier. So, dann haben wir den auch. Oh, die Tür ist offen. Ich laufe hier einfach. Ich habe ja die Tür aufgemacht. So, dann kommt der hier auch noch mit in den Busch. Und immer schön speichern zwischendurch, sonst kann das schief gehen. So, wie machen wir das hier? Da uns hier absolut eigentlich gar keiner sieht, weil das sieht hier effektiv keiner, warten wir jetzt einfach, bis der hier wegläuft. Dann ziehen wir den hier raus.
Also jetzt. Und schnitze in den nieder. Den legen wir irgendwie hier so ein bisschen lieblos an der Ecke ran. Und dann schnitzeln wir den nieder und dann warst du es auch schon wieder mit der Stelle. Schön. Bam. Dann haben wir den auch. Ich glaube, das ist dann die Lokomotivbrigade. Oder ich weiß nicht, was wir dafür machen müssen. Loot. 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 Ah, zu viel Loot. Okay, wir haben ja noch Platz bei denen hier. So, und jetzt haben wir die beiden da drauf. Die werden schwer. Habe ich immer noch keine Taktik rausgefunden, wie wir das am besten machen. Ohne dass die mich niederballern. Ich meine, wir haben einen Messerwurf. Ich muss das nur irgendwie timen. Ja, ist okay. Ich glaube, der eine hat nicht getroffen. Ach, wir haben schon eine Brigade geschafft. Das zählte also schon. Und es gibt drei. Da noch. Und da noch. Also es ist eine lange, lange, lange Mission. Jetzt kommen halt die nächsten Fragen. Ja, jetzt kommen halt die Fragen. Wie, inwiefern lootet man hier alles super leer? Ne? Also wie weit macht man das jetzt? Weil ich kriege jetzt hier natürlich peu à peu irgendwelche Leute rüber. Hier gibt es wieder Loot. Das ist aber eigentlich gar nicht spielentscheidend an der Stelle. Bloß wir haben eh nur begrenzt Platz. Eigentlich für den Loot. Hier darf ich jetzt nicht mehr reinmachen. Gut, dann kommt er noch hier hin. Und dann machen wir wieder das Licht aus. Ich meine, das Spiel kann ich natürlich ewig fortführen. Bloß, was nützt mir das jetzt, außer weiterer Loot-Stuff? Ich meine, die nächste, ich muss ja irgendwie eh, weil hier ist die nächste. Also, weiß ich nicht, warum ich die alle machen sollte. Eigentlich nur wegen dem Loot, denke ich. Aber ich meine, ja. Schreibt's ja mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ob sich's lohnt oder nicht. Ob man das machen braucht oder nicht. Ich meine, das ist natürlich hier alles relativ, was heißt unnötig, aber hier ist die nächste wichtige Stelle. Ich kann's ja jetzt noch verstehen. Wenn man irgendwie behauptet oder sagt, und ich weiß nicht, ob das gut geht, was ich hier mache. Wenn man halt hier irgendwie sagt, wenn man jetzt da irgendwie eine Schießerei anfängt, dass die nicht überall hier aus jeder Ecke gepopelt kommen. Und dann mit in die Interaktion oder in die Action mit einsteigen. Es kann halt schon nerven. Es kann halt schon mega nerven.
Aber sonst ist diese Stelle da hinten eigentlich relativ unnötig. Ich bin gespannt, inwiefern der jetzt hier... Oh ja, er kommt. Man nimmt einen weiten Weg auf sich, um zu sterben. Dementsprechend gönnen wir ihm natürlich das auch. Nehmen wir ihm natürlich die Arbeit ab jetzt. So weit muss er nun auch nicht laufen. Ja. Loot. Ich sag nur Loot. Aber hier muss ich schießen. Hier muss ich mich durchballern. Ich habe keine andere Wahl. Aber gut, wenn wir das machen wollen, dann machen wir das doch. Aber jetzt kommt nämlich das, was ich meine. Das wird hier extrem kritisch, weil wenn ich hier anfange zu schießen, dann kommen die hier auch. Mit 100%iger Sicherheit werden die dann auch angetapert kommen. Oh, warum macht er die Tür auf? Oh! Hallo? Ja, das ist ja super jetzt. Oh, die Tür wieder zu. Gucken wir mal, ob das jemand... Ja, das wird gehört. Das war doof. Das war klar, dass die das hören. Ich glaube, da muss ich die schnelle Attacke fahren. Dass er aber auch alle Türen aufmacht, ist so eiskalt. Ich glaube, über die dürfte das gehen. Das könnte kurz gehört werden jetzt. Da muss ich halt mal stehen bleiben für einen Moment. Außer er wackelt da rum. Jetzt wird es nochmal kurz gehört. Aber das war's. So. Die beiden können wir rausnehmen mit ihmchen hier noch. Warum kommt denn der? Was hast du vor? Hä? Okay. Alles klar. Sorry. Nein. Ach, lass doch liegen. Lass doch liegen. Kann mir das mal einer erklären, warum die hier alarmiert sind? Nein, nix Attack. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Wer hat mich gesehen? Und wodurch? Und woher? Und warum? Und wie? Und wer? Und was? Das, meine Freunde, war für mich mal wieder eine Demonstration von ich verstehe gar nichts. Mach doch nicht die Türen auf. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Mann. Stopp. Stopp. War wohl nichts. Ich höre verdammte Partisanen. Was? Hä? Warum sieht... Wer sieht mich da? Wann? Wo? Was? Wie? Ich hab's nicht mitbekommen. Sorry, das peile ich nicht. Wer sieht denn das? Oh mein Gott, das war so knapp. Da! Der da! Warum auch immer er es an der einen Stelle sieht. Okay. Der ist der Schuldige. Der muss genau hier zwischengucken können. Nö. Auch wieder eine, mehr als fragwürdige Sache, warum das hier so passiert. Okay, dann müssen wir das halt anders regeln. Dann lassen wir den jetzt da liegen. Scheint ja irgendwie nicht zu interessieren. Und dann...
machen wir das halt anders. Follow me. Nee, der sieht es da hinten. Der checkt den, ich verstehe es nicht. Okay, dann Planänderung. Also eine kleine. Dann müssen die doch erstmal weg hier. Wie auch immer ich das machen werde. Indem ich wahrscheinlich nur einen von beiden probiere. Anzupfeifen. Wobei das natürlich auch eine ganz knappe Orgel wird. Na, den wollte ich ja nicht. Okay, auch gut. Einer weniger. Ach nee, Leute. Ich mache nächste Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal ein. Lasst mir wieder einen Daumen nach oben da. Ich verabschiede mich. Tschüss mit Ö.